Leute. Ich hab keinen Bock, was aufzunehmen jetzt. Wieder spät, schon wieder unterwegs. Dies, das, internet. Ich musste kurz shoppen quasi. Musste. Aber hey, ich hab neue Schuhe. Also, auf billig. Auf günni. Auf günstig. Moment. Ich stelle sie auf meine Schloppe. Hier. Ich bin ein kleiner Schuhfetischist. Und Regel Nummer 1, wenn du Schuhfetischist bist und 1000 Schuhe hast, du brauchst immer mindestens ein Paar Slip-Ins, wo du einfach nur reinsteigst und dich wohlfühlst. Dann kommen jetzt die anderen, ja, mich doch auch mit Schnürsenkel. Nein, Mann. Wenn du Schuhe liebst, ziehst du keine Schuhe mit Schnürsenkel an, wie du auch Slip-Ins anziehst. Du steigst nicht einfach ein, du machst sie auf, du steigst dann gemütlich, vorsichtig ein mit Schuhlöffel, dann schnürst du die zu und dann gib ihm so nicht. Wir vergewaltigen keine Schuhe, Mann. Deswegen, guck mal hier, geile Teile, Mann. Ich bin kein Markenfetischist. Also hier, ich brauche Booster, Jeezys und Scheiß, Mann. Wer trägt Jeezys? Ganz ehrlich, hallo? Warum tragt ihr Jeezys, Mann? So Dinger hat mein Großvater, Großvater, bei der Kuhzucht verwendet, Mann. Die Dinger, das sind Kartoffelsäcke als Schuhe, Mann. Aber hier, keine Markenwerbung, aber einfach nur Deichmann eigene Memphis-Dinger. Was ist das hier? Victory, was sind die? Wen juckt's, Mann? Mag hin oder her, aber für das Geld 24, 25 Tacken. Paar Slip-Ins gehen immer! Das war's! Und die sind scheißegal. Du tretest die weg, kaufst neue. Auf Magazinmäßig. Also eigentlich müsstest du davon 10 kaufen, immer oh, kaputt, wegschmeißen. Neu rausziehen, anziehen, wohlfühlen. Ha? Was sagst du, Django? Hab ich recht? Mhm. Mal gucken, vielleicht passen die dir auch. Komm her. Komm her. Zack. Zack. Nee. Warte, warte. Warte da mal. Steig ein. Warte. Zack. Gute Nacht, Leute. So, sorry wieder für so ein Nonsens-Video und so, aber Daily Challenge geht weiter! Bald habe ich wieder Zeit.